Wir befinden uns hier vor dem Hauptgebäude der BKW. Zu Gast bei uns ist Roger Nordmann, SP-Nationalrat und Präsident von Swissolar. Er stellt uns sein neues Buch vor, Sonne für den Klimaschutz, ein Solarplan für die Schweiz. Herr Nordmann, Sie wollen die Sonnenkraft von 2 auf 50 Gigawatt ausbauen. Wer soll diesen Ausbau finanzieren und wer soll diese Anlagen bauen? Also diese Anlagen werden meistens dezentral gebaut oder auf Infrastrukturen. Das heißt, es werden viele Hauseigentümer oder Gebäudeeigentümer bauen. In meiner Einschätzung braucht es etwa eine Förderung von etwa eine halbe Milliarde pro Jahr. Und etwa 1,5 Milliarden pro Jahr kommen aus privaten Quellen von den künftigen Nutznießern dieses Stroms. Entweder, dass sie selber verbrauchen oder dass sie es weiterverkaufen ans Netz. Ihr Modell bedingt einen großen Transfer von Strom vom Sommer in den Winter. Mit Wasserspeicher allein lässt sich dieser Transfer nicht realisieren. Welche zusätzlichen Maßnahmen sehen Sie vor? Das, was Sie beschreiben, ist meine Annahme, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben und zu errechnen. Und im Verlauf der Rechnungen bin ich auf den Schluss gekommen, dass die zusätzliche Saisonspeicherung nicht absolut entscheidend ist. Sehr wichtig ist, dass man auch im Winter Solarstrom hat, dass man auch im Herbst und im Frühjahr Solarstrom hat, genügend, und dafür, dass man auf die Überschüsse verzichtet im Sommer und einfach gar nicht erntet, sogenanntes Peak Shaving. Und jetzt mit wenig zusätzlicher Speicherung, 1 Terawattstunde pro Monat, die etwa 1/3 Terawattstunde zurückgeben nach der Speicherung, habe ich eigentlich wenig zusätzliche Speicherung, Power to Gas. Und ich komme in diesem Modell auf 85% Dekarbonisierung des Sektors Gebäude, Mobilität und Strom. Und wenn ich das nicht speichere, auf 85, also es ändert nicht so viel. Aber es ist klar, wenn man Richtung 100% Dekarbonisierung gehen will, dann ist die Saisonspeicherung wichtig. Und einen Teil kann man über Stauseen machen, das wäre sehr gut. Eine Terawattstunde, die gespeichert ist, zusätzlich gespeichert ist in Stauseen, entspricht 500.000 Tonnen CO2 aus Gasstrom, das man vermeiden kann jedes Jahr. Und das 100 Jahre auf die Lebensdauer der Anlage. Das heißt, zusätzliche Speicherwasserkraft ist absolut sinnvoll. Und sonst kann man es auch über Power-to-Gas machen, einfach im Wissen, dass Power-to-Gas nicht eine so effizient hat, von Strom zu Strom gemessen. Man spricht etwa von 1/3. Aber es wird im Winter zusätzliche Gaskraft brauchen. Im Basisszenario, also im schwierigsten Szenario, wo der Windausbau stockt in der Schweiz, wo es nicht gelingt, Wind im Winter zu importieren aus anderswo, dann braucht man etwa 9 Terawattstunden Gasstrom, und das entspricht etwa 4,4 Millionen Tonnen CO2. Aber das sind die übrigbleibenden, weil der Rest, die Mobilität und die Gebäude, dann dekarbonisiert sind. Und man geht von 31 Millionen Tonnen CO2 für diesen Perimeter Gebäude, Mobilität, Strom auf 4,4. Und das ist eine radikale Dekarbonisierung eigentlich. Weil wir hier schon bei der BKW sind, die letzte Frage noch. Welche Rolle kann oder muss in Ihren Augen die BKW spielen bei der Umsetzung Ihres Plans? Also allgemein sicher investieren in der Produktion, aber ich finde, die BKW hat einen spezifischen Vorteil, ist, dass sie auch ein Verteilnetz hat und eine sehr diversifizierte Produktion hat. Und ganz spannend ist kurzfristig, wenn die BKW anfängt, mit Peak Shaving zu modellieren und Experimente zu führen, ob die Leute auch investieren, wenn man ihnen sagt, dass man ihre Installation im Sommer auch ein bisschen kappen kann, oder wie sie auf die verschiedenen Tarifanreize reagieren, und wie kann man Investitionen im Verteilnetz vermeiden, wenn man geringfügige Peak Shaving einbaut. Und da, ich glaube, da kurzfristig ist die BKW am besten platziert, um das anzuschauen. Und das war auch einer der Gründe, weshalb ich heute diesen Vortrag halten durfte. Das war diese Frage, quasi Netzintegration ohne eine riesige Investition. Weil ehrlich gesagt, um die letzte überschüssige Kilowattstunden im Sommer noch abzutransportieren und zu speichern, lohnt es sich nicht, viel Geld zu investieren. Da ist Peak Shaving, einfach Verzicht, viel sinnvoller ökonomisch. Aber ein bisschen wird die BKW schon noch in die Netze investieren müssen. Ja, aber nicht so enorm. Wahrscheinlich vor allem im Bereich der Modernisierung von Trafo. Vereinzelt gibt es auch plötzlich Orte, wo es zu viel Sonnenstrom geben wird, dass man anderswo gleichzeitig im Netz braucht. Und dann lohnt sich die Verstärkung. Aber allgemein, dadurch, dass man landesweit bei Solarspitzen eine Begrenzung macht, die konkret
bei den einzelnen Anlagen erfolgt und dann macht, dass es auch sehr entlastend ist für den Verteilnetz. Vielen Dank für diese Ausführungen, Herr Nordmann. Ja, danke schön für die Einladung.